Ein Konzept, okay, wir schauen mal. Hab ich auch geguckt, ist nichts. Ein Moin Konzept. Bin der Ben auch nicht. Doch, hier. Was ist das? Das hier. Ein Konzept. Es gibt wirklich ein Konzept. Aber warum? Da, Kanäle, ein Konzept. Reaktionskonzept, Short-Konzept. Aber ein Konzept können wir dann gucken, oder? Sicher. Ja, schon. Moin, moin. Vielleicht kennt ihr ja noch meine alte Serie, die Sache mit Zemex. Ich habe mich dazu entschieden, die Serie zu pausieren, um zu schauen, ob er sich bessert. In diesem. Oh, es geht wieder um Zemex. Willst du das gucken, let's oder go. Nicht? Oder kannst du lauter machen? Video schauen wir mal, wie es heute aussieht. Nee, ich kann nicht lauter machen. Ich hab's, alles gut. Wir überspringen den Teil, in dem es um ihre Beziehung handelte. Kurze andere Sache. Wie kann es sein, dass Zemex nach über einem Jahr immer noch nicht weiß, wie man eine Maske richtig trägt? Ja, nach der Trennung und der Versöhnung folgte das Video. Ich höre auf mit Jutta, weil. Ja, dann schauen wir mal. Die Zeit, so Juni ungefähr, wo ich so wenige Videos gemacht habe, ist halt sehr viel passiert. Aber das ist alles Vergangenheit, Freunde. Und ich sag euch auch ehrlich, das war eine schwere Zeit. Und da habe ich kurz gedacht, hey, ich höre auf mit YouTube. Beziehungsweise, ich habe nicht mehr so krasse Motivation. Aber jetzt, durch das, was die letzten Wochen passiert ist, durch die ganze Zeit, wo ich Zeit zum Nachdenken hatte und alles, habe ich einfach gemerkt. Ja. Und jetzt wieder die 14. Rede. Jetzt wird alles anders und besser werden. Ich glaube, ich werde es euch zeigen. Ich glaube, die kommt das nochmal. Jetzt ist alles anders. Diesmal. Ey, ich meine es wirklich ernst. Ich ändere mich wirklich. Ich ändere mich wirklich. Ich will wirklich alles ändern. Jetzt möchte ich tatsächlich mal von vorne anfangen. Digga, beim 13. Mal habe ich ihn das nicht abgekaut. Aber jetzt beim 14. Mal, ich glaube diesmal wirklich. Ja, same. Ich glaube auch, er meint es diesmal ernst. Diesmal ist es, glaube ich, ernst. Ja, immer, glaub ich, man sagt mal, alle guten Dinge sind 14. Ja, oder 16 sogar. Ich glaube, zwei Chancen würde ich ihm noch geben. Dann nicht mehr. Ja. Dann nicht mehr. Ich würde ihm auch noch so 5, 6 geben. Okay, alles klar. Chillig. Wie wichtig mir diese YouTube-Videos sind, wie sehr ich sie vermisse. Anscheinend ist ja alles wie früher geblieben. Bis auf die Begrüßung. Alter, die Begrüßung ist echt cool, oder? Vor allen Dingen, guck mal, was macht der da für einen Move, Max? Warte. Er nimmt seinen Finger. Riecht dran und schreit ihn an. Was ist das für ein Move? Was ist denn das für ein... Skrrpau. Was ist das für eine Begrüßung? Das ist keine Begrüßung. Skrrpau. Skrrpau! Hä? Verstehe ich nicht. Ein bisschen, ja, okay. Keine weird, oder? Ja, ein bisschen schon. Ja. Auf jeden Fall wird da jeden Tag ein Fortnite-Video kommen. Wir haben es so ausgemacht, auf Ellis Kanal kommen jeden Tag Fortnite-Videos. Nö. Digga, aber guck mal, also es wäre ja wirklich nicht schwer, wenn man jetzt jeden Tag ein Fortnite-Video hochlädt, oder? Nee, ist es echt nicht. Also es ist ja wirklich machbar. Du spielst jeden Tag eine Runde Fortnite, lädst das hoch, weißt du? Ja. Es kam ein Fortnite-Video, dann drei Tage nichts und dann hat Ellie auf die unglaublichsten Fußball-Fails reagiert. Und Zemex hat sich die Hand gebrochen beim Fortnite-Spielen, das stimmt ja auch nicht. Ich habe mir ein Messer reingesteckt in die Hand, das ist OG. Warte mal, wie viel hat das? Das Aufrufe, das will ich nochmal sehen. Was? Hat sich nicht mal gelohnt. 49.000 Aufrufe. Achso, warte, ich gehe ganz mal auf deine Videos. Dann drücke ich sortieren nach größte Beliebtheit. Ah, chillig. Fortnite-Ausraster bringt mich in die... Punkt. Ja. 6,2 Millionen Aufrufe. Ja. Wie blutig. Ja, das hat sich dann irgendwie nicht so gelohnt, das nachzumachen, oder? Not bad. Mhm. Das ist witzig. Schade. Die flachsten Flachwitze der Welt mit 5 Millionen. Interessant. Bitte nicht drüber reden, Max. Okay. Ich denke, das Ganze war's schon. Nein, es wird noch viel krasser, okay? Auf dem Zemi-Kanal, auf meinem Zweitkanal, wo wir fast die 200.000 Abos haben. Wieso haben wir da noch keine 200.000 Abos? Link in der Beschreibung. Lasst da ein Abo da. Wird jeden Tag eine Reaction kommen. Die letzten 4 Videos waren zwar Fortnite-Videos. Dennoch hat er es paar Videos durchgezogen. Egal. Okay, immerhin. Weil das ist nur ein kleiner Punkt, denn in einem Video später meinte er, dass da ab jetzt jeden Tag Fortnite-Videos kommen. Am 15. Juli 2021 kam das Video. Von als ein Clown im Supermarkt bis zu 500.000 Euro mit 21 Jahren. In dem Video erzählt er von seiner Kindheit und dass er damals wenig hatte. Jetzt hat er Erfolg und Geld, dennoch ist er unglücklich. Oh, okay. Ich kann selber nicht mal mehr in den Spiegel schauen, weil ich Aktionen gebracht habe, wo ich mir so denke... Und da wirkt er was reflektiert, ne? Ich, was Träume hatte, ist richtig enttäuscht von dir. Vor allem, nachdem du einen Fehler nach dem anderen machst. Obwohl du selber weißt, dass du es viel besser kannst. Aber seitdem dieser Skandal 2020 mit dem Pandemie-Video war, dachte ich mir die ganze Zeit nur noch so, hey, meine Karriere ist jetzt in Anführungsstrichen eh gelaufen. Ja gut, zum Glück hat er sich ja danach keinen Fehltritt mehr geleistet, oder? Ja, es ist also... So ein Video, wer hat das auch gemacht? Die Prank Bros oder sowas, ne? Immer wieder so, oh, wir bereuen's und Scheiße und Entschuldigung und dann, so geht das nicht und jetzt wird alles besser und dann direkt
direkt in das nächste. Ja, ich verstehe das aber Skandal nicht. Wieso passiert denn das immer wieder? Ich weiß es nicht. Man kann doch, aber guck mal, also du kennst es doch, wenn man jemand so, keine Ahnung, man spielt Fußball und man fault einen aus Versehen, ne? Mhm. Dann sagt man ja, oh sorry, weißt du, was ich meine? Und man meint das ja nicht immer hundertprozentig als ernst gemeinte Entschuldigung, weil das ist ja passiert so, ne? Ja. Kennst du ja, wenn man so schnell, oh sorry, tut mir leid, sagt, weißt du, obwohl man das ja nicht so meint. Mhm. Das kann ich ja verstehen, aber wenn man sich halt hinsetzt und 15 Minuten erzählt, dass es einem leid tut und man bereut das und macht es dann trotzdem wieder. Und zwei Tage später wirft man mit Das ist schon interessant irgendwie. Ja. Ich sag auch, er meint die Entschuldigung komplett ernst. Ja, aber am nächsten Tag dann halt aber wahrscheinlich vergessen. Ja, irgendwie sowas. Oder sowas, ne? Ja, irgendwie so ist das. Hated, wie es andere YouTuber wurden, die einen Skandal hatten. Ich kann mir jetzt alles gefallen. Ich dachte mir so, ja, ich komme eh nicht mehr von diesem Image weg. Es macht mich nicht glücklich. Denkt ihr nicht, ich würde gerne auch Kommentare haben, wo die Leute schreiben, hey, ich feiere dich. Ich finde deine Persönlichkeit nice. Denkt ihr nicht, ich würde lieber normale Videos posten. Das Problem ist einfach, ich habe mich einfach viel zu sehr selber in diese ganze Kacke reingeritten. Ich habe so viel Dreck am Stecken. Aber das erkennt er ja. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, das alles wegzubekommen. Kurz Pause. Ich möchte nochmal, das mache ich immer besonders gerne, das mache ich immer sehr gerne, ich möchte nochmal hervorheben, wie unendlich, turbokrass ich es 1:1 perfekt vorausgesagt habe. Reapers war immer stinksauer, dass ich auf diesen Simex-Bullshit reagiert habe und hat immer wieder gesagt, genau das möchte der doch, schenkt es keine Reichweite. Er hat gesagt, schaut auf die Reichweite und das Geld, was er kriegt. Bei der Kacke und den Skandalen, die er provoziert, ist der Typ spätestens in 2 Jahren todunglücklich. Dass das dann, nachdem ich das gesagt habe, 2-3 Wochen später passiert ist, ist nochmal sehr, das ist ja instant danach passiert und es ist genau das, was er jetzt in all seinen Entschuldigungsvideos sagt. Da würde ich am liebsten Reapers nochmal den Call dazu holen. Was ist, das habe ich jedem gesagt. Alle meinten, mach nicht, der will das nur. Und ich sage, der kann das ruhig haben, die Aufmerksamkeit, aber der wird gar nicht glücklich. Und jetzt lädt er nur noch so welche Videos hoch, wo er komplett gebrochen ist oder irgendwie sowas. Holy. Jetzt kommt wieder eine Entschuldigung und dann kommt direkt der nächste Skandal. Gab's denn wieder einen Skandal? Schon, das mit dieser mit dem Spanier und so, ne? Ja. Der nächste Predikt in 2-3 Wochen ist es soweit. Ja, weil das bringt dann ja wieder kurz Hype. Das bringt wieder kurz Hype. Und dann kriegt er kurz Klicks, dann kriegt er kurz Geld und dann kriegt das wieder alle sauer auf ihn. Aber wie lange kann man das denn durchziehen? Und dann gibt's wieder eine Entschuldigung. Aber es muss ja exponentiell abflachen mit der Zeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weitermachen. Ich weiß ganz genau, dass viel mehr Potenzial in mir steckt. Ich will jetzt auch keine Versprechungen machen, die ich dann am Ende nicht halte. So, im Endeffekt werden wir alle sehen, was passiert. Nach dieser Aussage sollte sich ja eigentlich was getan haben, doch ein Tag später kam das. Ich habe Agrimex getroffen und das passierte. Ja, das stimmt ja gar nicht, oder? Man würde denken, Simex hat ihn getroffen. Hä, ich wollte gerade sagen, Agrimex wohnt doch gar nicht in Barcelona. Ist aber nicht so. Er reagiert nur auf ein Video, in dem Zuschauer Max getroffen haben. Die Krönung kam am selben Tag auf dem Zweitkanal. Das Video heißt, Simex macht Schluss mit Freundin wegen Fortnite. Dicker. Ja, ich glaube, wir sollten uns einfach trennen, so. Ja. Ja, gut, dann ist jetzt Schluss. Ja, ciao. Nein, Spaß. Hey, aber da ist man doch auch selber schuld, oder? Ich verfolge das halt nicht mehr so, aber das ist halt, Mann, das hört ja nicht auf, das geht ja immer so weiter, das geht ja einfach immer so weiter. Es geht immer weiter. Am nächsten Tag kam das Video, Simex spielt betrunken Fortnite. Ich zeige euch einen Einschnitt und ihr könnt selbst glauben, ob es echt ist. Keine Spende, bitte! Keine Spende! Max, wie finden wir das? Das kann nicht sein. Nein. Ich kann nicht wieder so ein Video hochladen. Kleine Spende! And the Oscar goes to... Simex. Oh Mann. Ja, schwieriges Thema, ne? Schwieriges Thema, Alter. Wie verbleiben wir da bei dem Jungen? Ich find's interessant. Also interessant ist es auf jeden Fall. Ich find's aber krass. Also ich kam ja damals 2016 auf YouTube. Ja. Und wenn man gesagt hat, yo, ich mache jetzt YouTube nebenbei. Das war so Leon Mascher, Apo Red, Simon Desue und so richtig viel einfach durchgehend. Ne? Richtig heftig Trash war das Erfolgreichste in YouTube Deutschland. Ja, das hat sich früher durchgesetzt. Ging dann so, das ist alles ultra abgeflacht. Dann kam sehr lange gar nicht so an Trash. Ja, dann doch, so versteckt Crank Bros und so Rebecca Wing und sowas, die waren ja auch immer da. Ja, die waren auch immer da, aber das hat nicht so viel Reichweite gehabt wie die anderen Sachen. Und das war nicht so sehr Trash. Ich spreche 24 Stunden in Ikea ein oder sowas, weißt du? Ja, stimmt. Das war schon Giga-Trash, ja, das stimmt. Das war schon sehr Trash. Ja, ja. Das ist alles stark zurückgegangen und jetzt gab es nochmal so einen kleinen Trash-Peak mit Simex, aber der ist ja jetzt auch stark wieder zurückgegangen. Mhm.